Herzlich willkommen, liebe Erdzeichen. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid hier auf Kleopatra Orakel. Ich bin sehr gespannt, welche Energien sich heute zeigen werden. Die Videos, die ich jetzt für die kommende Woche gedreht habe, sind very special. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was bei euch so auftritt, so aufkommt, sich zeigt. Es ist ein bisschen schwer. Es ist ein bisschen kurios. Es ist special, very special, okay? Aber sehr spannend, sehr, sehr spannend und viele Auflösungsgeschichten auch. We will see. Wir werden sehen, was die Erdenergie so treibt. Für die Neuen herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wenn es euch danach gefällt, abonniert meinen Kanal und bleibt einfach dabei. Da werdet ihr immer informiert darüber, wann ich was abgeloadet habe. Das mache ich fast täglich. Genau, damit ihr nichts verpasst, einfach abonnieren, dann könnt ihr selber entscheiden, interessiert mich oder interessiert mich nicht. Immer in meinem Orakel nehme ich mir zuerst erstmal Zeit und hole mir eine Channeling-Botschaft von der geistigen Welt, damit wir wissen, mit welchen Energien wir zu tun haben diese Woche und anschließend gehe ich zu den Karten über und interpretiere sie aufgrund der Botschaft, die ich erhalten habe. Okay? Gut, dann würde ich mal sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Ich ziehe mich jetzt zurück, hole mir die Botschaft für euch und schauen wir mal gleich weiter, was die Karten sagen. Okay, lieber Erdzeichen, das war ein ganz krasses Bild und ja, schön und hässlich zugleich. Ich glaube, die Erdenergie wird dir diese Woche zu schwer. Die Erdenergie ist halt eine Energie, die sehr langsam ist, die sich langsam bewegt, die langsam agiert. Es ist die langsamste in ganzen Elementen, Gehabe hier. Und ich habe dich gesehen, wie du über den Boden geschleicht bist. Und das hat so ein bisschen ausgesehen wie jemand, der von der Hüfte aufwärts gelähmt wäre. Also du bist quasi auf dem Bauch gelegen, hast dich versucht mit deinen Händen fortzubewegen, hast immer wieder nach hinten geschaut. Was ist das denn, was dich so schwer macht, so unnötig schwer macht? Summa summarum, du hast dich von dem Anteil, der dir nichts mehr bringt, getrennt, um besser voranzukommen, schneller, leichter zu sein. Also ein krasses Bild, das aber anzeigt, dass eine sehr krasse Veränderung diese Woche auf dich zukommt. Okay? Was ist denn die Herausforderung der Erdzeichen in diese Woche? In der Liebe? Der denkende Mann, das ist auch vom Tarot her der König der Schwerter. Entschuldigung. Das ist eine Erkenntniskarte. Also normalerweise nicht, aber jetzt. Das ist eine Erkenntniskarte, die über deine Seele dir anzeigen wird, wie du dich leichter machen kannst, wie du abheben kannst, wie du vorankommst, um das zu bekommen, was dir wirklich wichtig ist, was wirklich in deinem Leben wichtig ist. Ja. Und das sind Geschichten, die dich eigentlich unglücklich machen. Das ist das, was dich so schwer macht, ja? Und dir die Leichtigkeit nicht zulässt, ja? Weil es immer wie so ein Ballast im Nacken setzt. Genau. Und du willst gewinnen. Du bist ein Gewinnerzeichen, also Gewinnerelement. Durch und durch. Und du merkst aber, dass du
nie Großes erreichen wirst, wenn du diesen Ballast mit dir rumschleppst. Okay? Ja. Und dieses ewige Denken daran, warum ich nicht vorankomme, wenn ich eigentlich weiß, was das Ziel ist und wieso ich so langsam bin in dem Ganzen. Das wird dir alles klar diese Woche. Hoppala. Okay. Was sind die führenden Energien für die Erdzeichen diese Woche? Nicht für dich. Du wirst erkennen, was dir einfach nicht gut tut und wovon du dich im Hier und Jetzt trennen musst. Ja. Wird nicht einfach sein. Aber das war auch nicht einfach in dem Bild, was ich gesehen habe. Ich meine alleine die Vorstellung, ne? Du trennst dich von Hüfte auf, abwärts, nur um schneller voranzukommen, ist schon heftig. Aber damit löst du sofort dein Karma ab. Gerechtigkeit, Kinder, kann dein Leben treten. Boah, mir wird es ganz übel, ganz ehrlich, Leute. Es ist heftige Energie. Das sieht in den Karten gar nicht so aus, als das, was ich im Kopf habe von diesem Bild. Okay, was zu Ende geht, ist der Selbstbetrug. Okay, das finde ich super. Endlich weißt du, was das ist, dem du folgen möchtest. Ich sehe dich hier als jemand, der in der Ruhe erkennt, wer er eigentlich ist, was ihm eigentlich zusteht, also was wäre die Gerechtigkeit in deinem Leben, ja? Und du wirst merken, dass du bis dato eigentlich nichts dafür getan hast. Ich sehe kein Schwert gerade. Das ist jetzt komisch, ja? Vielleicht reicht hier einfach eine Erkenntnis, ja? Also ich meine, wir lösen sehr vieles in unserem Energiefeld alleine durch Erkenntnisse. Das muss keine Person sein, von der du dich trennst. Das kann eine Erfahrung sein, ja? Erfahrung, die dir so zugesetzt hat, dass du dein Leben nicht mehr leben kannst, so wie es sich gehört. Ja? Und du merkst, dass du wie versteinert eigentlich nur liegst und nicht vorankommst. Und alles, was du erreichst, ist zu klein dafür, was du eigentlich bist und was du eigentlich verdient hast. Und das wird eine Erkenntnis dafür, von was muss ich mich alles trennen, heilen, um diesen Traum zu bekommen, diesem Traum endlich mit großen Schritten voranzugehen. Okay? Wenn du interessiert bist natürlich an den Sternzeichenlegungen, wo dir die Elemente nicht ausreichen für Steinbock, Stier, Jungfrau, kannst du natürlich gerne in Beschreibung des Videos wie auch in dem ersten Stern und Stern, ne? In dem ersten Kommentar findest du die Links zu Vimeo oder kannst du die Videos erwerben. Okay? Gut. Bist voll bei dir. Du bist voll bei dir angekommen. Das sieht man ja auch hier, dass du hier energetisch voll bei dir bist. Du bist überhaupt nicht abgelenkt, du bist nicht durch anderes Zeug irgendwie in so eine Energieschleife mitgenommen, sondern es dreht sich gerade alles nur um dich, ja? Und
Darin erkennst du wiederum, ich meine, ich habe hier Wunscherfüllung, ich habe hier Wunscherfüllung. Das ist für mich eine Wunscherfüllung eben der kleinen Arkana, das ist die Wunscherfüllung der großen Arkana. Und bis dato hast du die Wunscherfüllung, die Wünsche dir in deinem kleinen Welt realisiert. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber jetzt merkst du, dass du für Größeres gedacht worden bist. Ja? Dir steht größeres Glück zur Verfügung. Und dem willst du folgen. Dem willst du folgen, aber dafür musst du wachsen. Dafür musst du wachsen. Es ist einfach eine Zeit, nach dem Großen zu greifen. Ich sehe dich immer wieder so ein bisschen, ja, nach vorne zu gehen und dann wieder zurückzuschauen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Du bist ein Erdzeichen, dir ist Sicherheit und Stabilität total wichtig. Quasi. Warum will ich mehr, wenn ich eigentlich alles habe? Und was ist, wenn ich dann damit alles zerstöre? Also das ist hier so ein bisschen, ja, zerrissene Energie, ja? Und da ist der Cut. Cut der Energie, die dich zu Nichtstun auffordert, indem du dich ständig selbst bedrückst, dir geht es eigentlich gut. Genau das wirst du dir anschauen, okay? Ja, dieses sich mit Kleinem zu befriedigen, das endet. Plötzlich wird jemand in dir wach, der Pläne schmiedet, der nach Großem greift, der Pläne, ja, es ist einfach so ein Magier in dir entsteht, ja? Der visualisiert, der manifestiert, der endlich die ganzen Chancen, die sich eben über den Weg gelaufen sind, aber man sie für zu weit, zu groß, zu riesig, zu viel Aufwand gezeigt haben, plötzlich wirst du sie als erreichbar wahrnehmen, ja? Du willst nicht nur den kleinen Klee. Du willst jetzt alles haben und du bist dafür bereit, alles zu unternehmen. Krass. Okay. Du hast alles. Eigentlich hast du alles. Neun der Kelche, zehn der Münzen. Das heißt, wahrscheinlich geldtechnisch geht es dir gut. Das ist alles sehr stabil. Neun der Kelche. So, neun der Kelche ist eigentlich sehr gut. Das ist auch eine Wunscherfüllung. Aber da fehlt was. Da fehlt der zehnte Kelch. Und deine Seele ruft danach zu sagen, greife nach dem zehnten Kelch. Da ist jemand, der dir den zehnten Kelch reichen könnte. Das ist der Seelenruf, ja? Geh und hol dir das. Geh und hol dir das. Höre auf dein Herz, der wird dir sagen, wo die Person ist. Und ich schätze mal, du weißt, wo sie ist, weil du hast das hier schon in der Hand. Da ist es, ja? Alles zurückzulassen, um nach vorne zu der Königin der Kelche zu gehen. Oder wenn du natürlich, ich versuche das hier jetzt auch ein bisschen geschlechterunabhängig zu reden, ja? Also entweder bist du König, also bist du Frau, dann ist das der König der Kelche für dich, oder bist du ein Mann, dann ist das die Königin der Kelche, ja. Und alles andere, was bis dato nicht funktioniert hat,
warum du nach vorne nicht gehen konntest, weil gebrochenes Herz, verletztes Herz da war. Das wirst du alles zurücklassen. Alles, was bis dato du genommen hast, weil du der Meinung warst, auch mit kleinen Erfolgen bin ich zufrieden, was ja auch eine schöne Einstellung ist, aber es ist die Verweigerung der Fülle. Und du wirst jetzt merken, was dir eigentlich zur Verfügung steht, wenn du der Energie folgst, wenn du dich endlich nach vorne bewegst, ja? Da steht dir alles zur Verfügung, es gibt keine Grenzen. Die Fülle, die Wunscherfüllung, die Sterne vom Himmel, die du bis dato überhaupt nicht gesehen hast, weil du dich mit dem kleinen Glück hier zufriedengestellt hast. Wow, okay. Genau, nehme eine neue Ausrichtung. Da gibt es andere Optionen. Opportunity. Das machst du auch. Wunderschön. Ich sehe keine Kontaktaufnahme. Das muss jetzt nichts heißen. Es kann sein, dass es trotzdem passiert. Also von der Energie her würde ich sagen, ja, aber ich sehe es in den Karten nicht. Deswegen werde ich jetzt keine Zeitkarte legen. Kann sein, dass sich das bei den Sternzeichenlegungen Stier, Jungfrau, Steinbock zeigen wird. Dann werde ich eine Zeitkarte ziehen und dann schauen wir mal, wann damit zu rechnen ist. Meine Lieben, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Krasse Legung. Ich bin sehr gespannt, was sich da auch für alle, die mit Erdzeichen liiert sind oder die selber Erdzeichen sind, was sich da aufzeigt, was ihr erleben wird. Ich freue mich, wenn ihr resoniert. Wenn nicht, dann vielleicht nächste Woche seid ihr wieder in der Reisegruppe. Ich wünsche euch alles Gute und hoffentlich sehen wir uns gleich bei Vimeo. Tschüss!